Prozess war vielschichtig und in mehreren Phasen aufgesetzt. Wir hatten eine große Kick-Off-Veranstaltung mit über 200 Teilnehmern, wo nach einem kurzen Vortrag in einer interessanten Podiumsdiskussion die Themen erstmals angesprochen und aufbereitet wurden. In Arbeitskreisen mit hochrangigen, im Sozialstaat hauptberuflich beschäftigten Personen konnten wir dann frei von der Leber weg Ideen formulieren und Vorschläge machen, wo gezeigt werden kann, wie könnte es weitergehen, wo sind Probleme jetzt und wie sind mögliche Lösungen für die Zukunft. Sehr interessant waren die Zukunftswerkstätten, wo wir in die Regionen gegangen sind und mit Menschen, die im Alltag Erfahrungen haben mit dem Sozialstaat, über ihre Probleme, ihre Anliegen und ihre Ideen sprechen konnten. Und schließlich sind alle diese Ideen dann in einen Text komprimiert worden. Sie können sich vorstellen, dass das kein leichtes Unterfangen ist, weil tatsächlich eine Fülle von Ideen auf den Tisch gelegt wurden. Aber schlussendlich ist ein Innovationsbericht herausgekommen, den wir nun heute der Öffentlichkeit übergeben wollen.